Das Naumburger Hussitenkirschfest ist das wichtigste Fest in jedem Jahr in der Domstadt. Tausende zieht es jährlich an. An 5 Tagen im Juni lebt die ganze Stadt für ihr Fest. Doch Petrus scheint das nicht zu wissen. So wie im letzten Jahr das Kirschfest endete mit einem kräftigen Regenschauer, so begann es diesmal. Der Spielverderber vom Dienst aus dem obersten Stock hatte dann doch noch ein Einsehen und kaum war der Festumzug gestartet, wurde es trockener. Wir hatten unsere Kamera in diesem Jahr am Salztor aufgebaut, um ein paar Impressionen einzufangen. An dieser Stelle moderiert von Simone Rauschenbach und Carsten Knabe, zwei von insgesamt 6 Moderatoren entlang der Strecke. Applaus, Applaus, es geht los! Jan Hus und seine Anhänger erinnern an die Entstehung der Hussitenkriege. Jan Hus wurde hingerichtet, obwohl ihm vom Kaiser Sigismund freies Geleit zugesichert war. Sie, liebe Naumburger, die Sie das Kirschfest ja kennen, Sie kennen diese Sage um das Kirschfest. Der Lehrer, der also seinen Kindern diese Sterbehemdchen überzog und dann mutig und entschlossen zur Errettung der Stadt zum Prokopen gezogen ist. Dieses Bild wird also auch davon geprägt. Wir haben hier das Gespann von Kurt Rössler aus Freiburg. Ja, die Marketenderei wird darin dargestellt. Also es geht darum, den Prokopen milde zu stimmen. Eine Szene, die dann auf dem Marktplatz stattfinden wird. Und wir bitten den Prokopen natürlich, dass er unsere Stadt letztlich freigibt. Ja, und in diesem Jahr werden die Kinder in ihren weißen Büßerhemden dargestellt von den Schülern und Schülerinnen der Albert-Schweitzer Grundschule in historischen Gewändern, entsprechend der Kirschfest-Saga. Applaus für Kinder zum Prokop führen wird und um Fürbitte für die Stadt Naumburg bitten wird. 75 Jungen und Mädchen haben schon, wie gesagt, seit Mai geübt, dass sie jetzt so gucken, wie sie eben hier gerade so gucken. Ganz traurig. Wir danken den Lehrerinnen natürlich also auch für ihr Engagement mit den Kindern über Wochen vorher schon so viel unternommen zu haben, damit heute die Kinder wissen, was ihr eigentliches Amt ist. Und Gott sei Dank wissen wir, wie es ausgehen wird. Der Prokop wird sich erreichen lassen und die Bürger der Stadt Naumburg verschonen. Und deshalb haben wir allen Grund und feiern heute so fröhlich unser Naumburger Hussitenkirschfest. Ungequälte Durst hat weh und ein einzig Lot Kaffee. Der Dom ist eines der Wahrzeichen, mit denen die Bewerbung für das Welterbejahr läuft und am 5. Juli sozusagen ausläuft. Wir grüßen die Stifterfiguren, allerdings im Dom im Westchor in Stein gehauen, haben sie sich heute hierher auf den Weg gemacht. Da werden die Touristen im Dom mächtig staunen, werden ihr Eintrittsgeld zurückverlangen, weil die Stifterfiguren heute lebendig geworden sind. Das Leben in den kleinen Gassen. Das Leben in den kleinen Gassen, genau. Sie können sich das vorstellen, wenn Sie Naumburger oder Gäste von Naumburg sind, die Sie schon öfter hier gewesen sind, diese vielen kleinen Gassen und dann diese Weiber. Die frechen Weiber, die ja teilweise ganz schön frech waren hier. Der Weinbau hat natürlich hier, gerade auch in unserer Region, auch heute einen unheimlich großen wirtschaftlichen Faktor. Ja, die Naumburger Weinbaugesellschaft. Die Naumburger Weinbaugesellschaft lässt ihren Wein, so habe ich gelesen, in dem Landesweingut Pforte keltern und sind so oft prämiert worden in den letzten Jahren, haben viele Medaillen und natürlich auch gute Kritiken erhalten. Wir haben hier die Schullandschaft, die sich nun hier schon einreiht, die Georgenschule. Sie kann 2018 auf 120 Jahre zurückblicken. Mittlerweile eine Schule mit einem festen Ganztagskonzept, in dem sich die Schüler und wohl auch die Lehrer sehr, sehr wohl fühlen.
hier kommt Napoleon dargestellt, Zug zu Ross von Günther Rummler. Und er wird begleitet von zwei französischen Reitern zu Pferde. Der Tierpark aus Bad Kösen, er besteht seit 1957, er beherbergt heute 230 Tiere. Und die allerkleinsten hier freuen sich auch ganz, ganz doll, dass sie hier mit dabei sind bei unserem Kirschfestumzug, der wirklich ein bisschen ganz turbulent heute ist in diesem Jahr. Mehr Informationen zum Kirschfest, zur Geschichte und dem Kirschfestlied gibt es im Internet unter www.hussiten-kirschfest.de und natürlich beim Kirschfestverein Naumburg e.V. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Gemeinschaft, ja, tollen Umzug und ein wunderschönes Kirschfest.